Italiens Fußballidol Andrea Pirlo hat Gianluigi Buffon nach dessen heftiger Schiedsrichterkritik verteidigt. Zudem gab der 38-Jährige auf einer Pressekonferenz zur Terminierung seines Abschiedsspiels bekannt, dass die Torhüter-Ikone daran teilnehmen werde. Wäre ich auf dem Feld gewesen, ich wäre ausgerastet, so auszuscheiden, sagte Pirlo, der seine Karriere im November des vergangenen Jahres beendet hatte. Wenn dir jemand 10 Sekunden vor Schluss so eine Möglichkeit nimmt, dann macht dich das verrückt. Dieser Unparteiische hat kein Herz. Stattdessen hat er einen Mülleimer, hatte Rekordnationalspieler Buffon nach dem 3:1-2:0 Turins in Madrid über den englischen Schiedsrichter Michael Oliver gesagt. Aufgrund des 0:3 im Hinspiel scheiterte Juve knapp. Es war sein letztes Spiel in der Champions League und er wollte einfach nur gewinnen, erklärte Pirlo. Den Elfmeter bezeichnete der zweimalige Champions League-Sieger als zweifelhaft. Man kann ihn geben, man muss ihn nicht geben. Ich hätte es 10 Sekunden vor dem Spielende vermieden. Abschiedsspiel mit Weltmeistern von 2006. Außerdem gab Pirlo Details zu seinem Abschiedsspiel La Notte del Maestro, die Nacht des Meisters, bekannt. Demnach werden viele italienische Weltmeister, die gemeinsam mit Pirlo 2006 in Deutschland den Titel holten, am 21. Mai im San Siro auflaufen. Neben Buffon gehören unter anderem Francesco Totti und Alessandro Del Piero zum Aufgebot.